Zuerst die Aktualitäten von der Stunde, es ist SRF 3. Die Nachrichten von SRF um 13 Uhr mit Gorsinka Wirzel. Nun zu zwei Kurzmeldungen. Und der Blick aufs Wetter. Im Flachland vielerorts Nebel mit einer Obergrenze zwischen 600 und 900 Metern bei 4 Grad. Sonst sonnig und milder. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Adrian Huber. SRF Verkehrsinfo von 13.03 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor. SRF 3 Wochenrundschau mit Franziska von Grüniger. SRF Sport. Mit dem Beat Sprecher Mikrofon und mit dem Blick zum Eishockey. Jetzt mit den SRF 3 Kurznachrichten und Daniel Hubacher am 17:30. Seit Mitternacht geht in Österreich wieder fast gar nichts mehr. Als erstes Land in Westeuropa ist Österreich erneut in einem Teil-Lockdown. Im Fußball hat der FC Luzern ein paar ungemütliche Tage vor sich, Rachel Berocci. Ziemlich ein grauer Tag, der Mandy. Heute drum nehmen wir am besten so einen farbigen Regenschirm, weil der Bus nämlich auch. SRF 3 am Morgen. SRF 3 mit dem Philipp Gerber und dem Marco Thomann. SRF Verkehrsinfo. Guten Morgen. Vor ein paar Jahren noch top, jetzt eher Mittelmaß. Die grüne Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz lässt nach. Und IBE hat's versucht, aber es reicht nicht. Der Traum vom Champions League Achtelfinale endet mit einem 3:3 gegen Bergamo. Zum Wetter: im Norden Hochnebel, oberhalb von 1200 Metern und im Süden oft sonnig, im Norden bei 3, im Tessin bei 10 Grad. Und wie das Wetter heute wird, das sagt unser Felix Blumer von SRF Meteo. Wir haben sehr einen Hochnebel, die Obergrenze zuerst bei 1400 Meter, sie sinkt dann gegen rund 1000 Meter. Der Hochnebel lockert sich aber wirklich nur stellenweise auf, drüber in den Alpen und auf der Alpen-Südseite. Da ist es meistens sonnig und Temperaturen im Nebel 1 bis 4, sonst bis 9 Grad. Eis am Morgen mit dem Stefan Siegenthaler. Allseits guten Mittwochmorgen. SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden mit dem David Lendi. Guten Morgen. SRF 1. Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Christian Lüscher.